Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Thanos Salem Together. Mit dabei ist der Toni. Hallihallo. Und weil der Toni keinen Kurven hat, spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Normales. Tut mir leid. Ich bin Taun. Kein Problem. Ich nicht. Na, was sonst, ne? Ja, eben, was sonst. Warum sollst du auch Taun-Rollen kriegen? Wäre viel zu witzlos. Ja, ich meine, ich könnte natürlich Squads nutzen. Ich habe Millionen Squads. Auch wenn ich letztens wieder 3 SK-Squads bekommen habe für den Account. Woher sind die her? Durch das Call-Drop-System. Kriegst du doch alle 7 Tage, kriegst du doch was geschenkt. So, wir gehen auf Bodyguard, weil das einfach ein schöner Claim ist, um gelünscht zu werden. Wir werden im Notfall auch noch wechseln, so ist es nicht. Wichtig ist alles, Noobs außer Mutti. Nacht 1 haben wir angeblich Fruit beschützt. Und natürlich nicht zu vergessen, gleich den ersten Report raushauen hier. Direkt der erste gelieft, perfekt. Und wem tötest du in der Nacht? Noch niemand, ich warte. Okay. Außer ich hab dich getötet, dann war's Absicht. Nee, bitte, bitte, bitte töte mich nicht. Ich bin wichtig. Umso besser, dich zu töten. Afea ist tot. Oh, in den Veteran gelaufen. Interessant. Steht wenigstens drin? Nö, natürlich nicht. Und er war Escort. Oh, jetzt müsste die Town, wer wett ist. Echt gut an, Aber kein Mafia-Kill, das ist interessant. Ich find doof, dass der Wett sich halt nicht selbst bewegen kann. Oh, Blackmailer hat gelieft. Ich mag Blackmailer. Jemand hat Sergey gemocht oder auch nicht? Das ist halt schwachsinnig. Jetzt kann ich, wenn ich gejailt bin, sagen, ja, ich bin der Doktor, der ihn geheilt hat. Wenn ich jetzt dann auf Blackmailer mache, ist das zu offensichtlich. Deswegen unterlasse ich das Ganze. Diese Leute, die sich viel zu sehr darüber freuen, dass sie beschützt wurden. Ja, manchmal ist es auch wichtig. Ach ja, erste Nacht passiert eh nie was. Ja, das ist geil von Lake, direkt erstmal den hochwählen, der claimt, gehealt worden zu sein. Wodurch er ja eigentlich confirmed nicht Mafia ist, wenn er wirklich attackiert wurde. Nicht unbedingt. Meinst du nicht? Es ist sehr unlikely, dass dass er nicht von der Mafia angegriffen wurde, aber es ist möglich. Ja, natürlich, dann wäre es SK. Oder halt, er wäre in den Veteran gerannt und wurde geheilt. Keine Ahnung. Oder er wurde gar nicht geheilt. Und ist einfach Echse. Das ist die andere Möglichkeit. Ja. Wurde geroped, attacked und healed. Random Town. Für den Fall, weil es gibt ja einen Doktor Claim in Anführungszeichen. Da bereiten wir das so mal vor. Und wir hoffen, die Nacht zu überleben. Ich habe gerade noch gesagt, dann hoffen wir mal, die Nacht zu überleben. Echt? Oh. Firewolf? Oder James? Nee, ich war James. Armer James. Was warst du denn? Oder was bist du? Ich? Ja. Ich bin Doktor. Ach, du bist der, der geheilt hat? Nein. Ah, ein Lügner. Oder halt nicht, Ding. Oder halt nicht. Aber ich bin auf jeden Fall ein anderer Doktor. Nicht der, der geheilt haben soll. Ja, jetzt musst du halt... Wow, Gottfather, wow. Gar nicht Werwolf. Guter WW. Das könnte eine schnelle Runde sein. Ja, dann musst du jetzt ein bisschen erzählen, weil ich kann nichts machen, ich kann nicht wiederbelebt werden. Ich muss erzählen. Okay. Ja, was planst du denn so?
Ich weiß nicht, ich habe gerade Cersei geheilt. Vielleicht wird er nochmal angegriffen. Eigentlich dumm, wenn man sich das so überlegt. Der WW hätte draufgehen müssen auf den. Wenn er schon so rumposaunt. Ja, eigentlich schon. Bei Bodyguard dann unwahrscheinlich ist, wenn er claimt, geheilt worden zu sein. Dann hätte er aber halt auch nur dich erwischt und nicht ihn. Ja, das stimmt. Wir wissen halt nicht, ob er böse ist oder nicht, ne? Wer bist du denn? Ich bin Raffel. Raffel? Ist ein toller Name, oder? Oh, da wird zu Fruit gewispert. Claim grad Cersei Escort? Wenn Fruit halt gefragt hat, wer hat mich geroblockt? Nö, kann ja was anderes sein. Vielleicht dieser Lookout, hat was gesehen. Er claimt auf jeden Fall, dass es eine zweite Escort und einen zweiten Doktor gibt. Richtig. Das wären zwei random Towns, die rausfallen würden. Hat irgendjemand irgendwas ganz viel? Ach komm. Aber wenn er natürlich nicht geheilt worden ist, könnte er auch der Werwolf sein. Könnte auch sein, ja. Dann würde es Sinn machen, dass er nicht angegriffen wurde. Es müssen halt unsere Investigatives raussuchen. Ich bin useless. Aber ich habe Angst, dass ich in den Veteranen laufe. Ja, hat die Escort meinen letzten Willen geschrieben. Wieder mal nichts passiert für mich. Frankreich hat aber lang gelebt. Ich glaube, wurde exekutiert. Nö, Schaden. Hat endlich mal was getan. Achso, nee, ist schon die zweite Nacht. Was haben sie denn getötet? Nein! Oh! Ha! Halt. So. Der ist trans. Wäre interessant, dass wenn alle Random Town rollen. Doktor, Trans, Escort. Also ich kann alles der Wahrheit also entspricht. Ich kann proven, dass er im Jail war. Erste Nacht. Weil ich hab ihn erste Nacht protecten wollen. Ja gut. Ich mache jetzt mal einen risky Move, warum ne? Ah, du bist bei den Veteranen und sagst ihnen, dass du ihn heilen wirst. Exakt. Damit der Alert spart. Das macht ja fast Sinn. Das macht fast Sinn. Die Frage ist, ob er mir glaubt. Ich bin null proven. Aber er will nichts von dir. Möglich. Jetzt würde ich nicht zu ihm gehen, wenn nicht Tony wäre. Ich hoffe, er glaubt mir. Das Tolle ist, ich habe ihn die Nacht davor schon besucht. Das heißt, ich wäre halt wirklich in den Veteranen gelaufen, hätte er alertet. Hättest du verdient, finde ich. Danke. Ja, die Investigators finden nichts raus. Müssen wir was raussuchen. Aber ich habe so das Gefühl, ich werde jetzt sterben. France hat geliebt. Er gibt auf. Ja, Reti ist nicht mehr möglich nach den Claims her. Oh, ich wurde geroblockt. Ich glaube, das hat ja den Arsch gerettet. Denkst du? Ich glaube schon. Weil ich als Veteran hätte jetzt alertet. Ein Spy. Okay, er ist kein Werwolf. Von wem wurde der Trans damals geclaimed? Joffrey. Joffrey, bei Joffrey. Oh, da ist der Doktor, der tot ist. Wreck. Das heißt, der Transporter-Claim ist
noch Warte. Möglich. Warte. Was denn? Gesagt, er wurde gejailt in Dach 2? Nee, 2 wurde gejailt. Nee. Hä? Das macht keinen Sinn. Doch, die Nummer 2 wollte er healen, aber die war gejailt. Das stimmt mit dem letzten Willen des Jailers überein. Aber Joffrey hat gesagt, er wurde attacked und healed. Und ja, das war Nacht 1. Nee, stimmt, es war Nacht 1. Okay, vergiss es. Lake is muff. Okay. Na gut, Sheriff Claim ist halt möglich, gell? Es muss halt auch keine Escort sein, es kann auch ein Konsort sein. Hallo Heke. Hi. Hi. Stimmt. Also wenn, dann ist er sowieso der Konsort. Weil er kann nicht der Gottvater sein. Der Vorteil für euch ist halt, dass es gerade eben erst einen Werwolf-Kill gab. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit gewonnen. Und ihr habt einige confirmte Townies, mehr oder weniger. Claimt nix. Ja, er kann kein Jester sein. Ja, eben. Der wird auf jeden Fall getötet. Bitte lass es den Konsort sein, der geht mir auf den Sack. Okay, er scheint Town zu sein, wenn die Muff mitvotet und der WW. Nee, da müssen alle guilty voten. Der eine Mafiose, wenn er jetzt der Gottvater nichts macht, ja, tut er stimmt. sich selbst. Sweet. Wow. Da haben wir auf jeden Fall einen Idioten in der Nummer 3. Ja, war Konsort. Halt ich Konsort. Und schon ist der Transporter-Claim wieder wahrscheinlicher. Jo, Fruit ist confirmed. Ich switch dann mal auf Fruit, was? Naja, bringt nichts. Er kann er eine WW raussuchen? Ja, aber nur in Werwolf-Nächten. Ah, das heißt, er ist jetzt useless. Egal. Ich nehme trotzdem mal mit. Weil, wer dumm, würde irgendjemand ihn angreifen jetzt. Ja gut, im Prinzip lässt sich das schon auf 3 Leute runter reduzieren, die wahrscheinlich böse sind. 3, 5 oder 10. Einer von denen ist gut. Bei Joffrey Transporter Claim ist halt dumm. Oh, laut denen ist 8, 9, 10. Transporter auch proven für mich. Und er ist tot. Jo, er ist tot. Er hat mich getransportet auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ob er sich selbst gerettet hat, ob er dich gerettet hat oder nicht. Hat's nicht aufgeschrieben. Hat's nicht reingeschrieben, natürlich nicht. Wow, wieso sollte er bitte Ding sein? Oh, I claimed gerade Vigilante. Ist nicht möglich, oder? Doch. Transporter, Dr. Vigilante wären die 3 random Towns. Es soll ein Wett geben. Es gibt ein Wett. Ja, Wett ist Town Killing. Ach so rum. Okay. Ja, klar, macht Sinn. Weil der andere war ja Konsort, nicht Escort. Ja, der Doktor ist auch tot. Also die sagen, dass Nummer 10 trustworthy ist. Das heißt, es muss Cersei und Moid sein. Nee, der kann nicht transportiert sein. Will mich jetzt reinreiten. Du kannst Afea reporten. Wieso? Wegen Cheatings. Echt? Was hat sie denn getan? Informationen außerhalb des Spiels geteilt. Mit seinem Mage, der neben ihm sitzt. Aha. Aber ich sag dir erst danach, wer es ist, weil sonst würde ich nämlich jetzt auch selbst cheaten.
Das Lustige ist, dass der Transporter sagt, du bist böse. Jetzt wird es auf 2 Leute runter reduziert, wer es sein kann. Schutzweste vor WW? Nee, ne? Nein. Ich schütze Fruit, weil macht Sinn. Ich weiß gar nicht, was CZ dauernd will. Das Ding ist, das gewinnt ihr sowieso. Und Vici hat mich umgebracht. Echt? Es gab noch einen Vigilanti. Es gab einen Vici-Claim, okay, ne? Jetzt habt ihr es verloren. Wegen dem Vigilanti. Ja. Wow, was für ein Idioten-Vigilanti. Der Vici hat ja gesagt, er hat jemanden, er schießt jemanden. Also er hat den Godfather angeschossen. Ja, aber das hätte auch der Godfather sein können, der den Werwolf loswerden will. Ach stimmt, das war ja das Cheaten. Ja, Ei und der Affair, die stehen nebeneinander und haben sich gegenseitig die Rollen zugewispert oder gesagt. Deswegen wussten sie, dass sie beide Towns sind. Weil der hat vorher schon gesagt, dass Ei Confirmed Town ist, ohne dass es einen Grund gab, dass er Confirmed Town ist. Hm. Wett? Aber du hast noch gewonnen, weil der Werwolf mit der Veteran gerannt ist. Wett gerannt. Was für ein Idiot. Ich wollte gerade sagen, total dumm. Also auf jeden Fall kannst du Afea und Ei reporten für Cheating. Okay, Ei Cheating. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin noch einen schönen Tag und tschö, Leute. Ciao.